Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing Let's Go to the City. Ja, wir arbeiten immer noch für Tom Nook. Und wir haben wieder Pilze gefunden. Und nochmal. Ja, ne. Ja, da sind die Bäume verwelkt. Scheiße. Egal. Du bist zurück. Oh ja, zurück. Und die Lieferung hast du auch ausgeführt. Gute Arbeit. Dominik, du siehst zwar etwas bäbig aus, aber du arbeitest wie ein geölter Blitz. Nun, zu deinem nächsten Auftrag. Deine nächste Aufgabe ist, einen Werbebrief zu verfassen. Den schickst du dann bitte an meine Stammkundin Violetta. Danke ihr nur kurz, dass sie so eine treue Kundin ist und weise sie auf unsere Aktionsangebote hin. Hier, verwende dieses Briefpapier. Den Brief kannst du dann am Postschalter am Rathaus aufgeben. Ja. Ja, na dann, auf geht's. Ja, ich weiß noch nicht, was für Aktionsangebote du hast. Na okay, Pflanzen und Möbel. Mehr habe ich da nicht reinzuschreiben. Ja, eben. Das kann ich doch nicht wissen, Junge. Nicht die Pflanzen. So, dann schreiben wir mal was Gescheites in Brief. Brief schreiben. Violetta. Okay. So. Was schreiben wir denn? Muss ich kurz überlegen. Violetta. Du. Genau. Du bist eine treue Kundin. Hau ab. Nein. Und wir haben gleich wir, was sag ich denn? Wir haben Auktionsangebot ist klar. Aktionsangebote. Ich kann nicht so gut schreiben, das ist doof. Das ist doof. Egal, es geht ja nicht um die Rechtschreibung, es geht ja nur, dass sie weiß, was sie von Tom Nook will. Dass Tom Nook ihr sagen kann, dass sie eine treue Kundin ist und dass sie, dass er Aktionsangebote hat. Wir haben Aktionsangebote. Ja. So. Scheiße, das war jetzt kurz. So, dann... Ist das jetzt ein Brief? Okay, gut. Dann gehen wir mal rasch zum Rathaus und sagen... Okay, ist schon laut genug. Und geben den Brief im Rathaus ab. Na, Bonnie, was geht? Wie steht's? Dies ist das örtliche Postamt. Was kann ich für dich tun, Junge? Brief verschicken. Post? Nein. Ich bin der Postbote. Nein. Bin ich nicht. Sozusagen. So, und wohin soll die Post verschickt werden? Bis ans Ende der Welt. Nein, Cottbus.
Wo soll sie sonst hin? Nach Alaska? Pff, nein. Was laber ich denn? Nonno, du kannst bei mir den Brief gerne geben. Hast du noch andere Briefe, die du verschicken möchtest? Nein. Herzlichen Dank für deinen Besuch und komm bald wieder. Das wären wir. Ist hier irgendwas in der Recycling? Nee. Das soll mal wieder jeder was wegschmeißen. Das geht doch nicht. Also Bonnie, was willst du denn an der Brücke? Willst du da runterspringen und schwimmen oder was willst du da? Keine Ahnung. Man weiß nie. So, gehen wir zurück zu Tom Nook, sagen ihm, wir haben den Brief abgeschickt und erwarten unseren neuen Auftrag. So, was? Du hast ihn abgeschickt? Ah, sehr schön, ja. Ich habe das Gefühl, du hast etwas getrödelt, aber ich bin schon froh, dass du es überhaupt geschafft hast. Cottbus ist voller Brieffanatiker. Deshalb war es von höchster Wichtigkeit, diesen Brief zu verschicken. Jetzt möchte ich, dass du einen Teppich auslieferst. Und diesmal im Turbogang, wenn ich bitten darf. Liefere diesen Teppich an Konrad. Ja. Du denkst vielleicht, ich würde es nicht merken. Aber lauf keine Umwege und halt keine Spätzchen unterwegs, hm? Ja, führ einfach schnell die Lieferung aus und melde dich danach wieder bei mir. Na super. Tom Nook, wir sind nicht so schnell wie der Blitz. Hast du gehört? So, ist hier Konrad? Nein. Konrad wohnt doch unten, oder? Nein, was mache ich denn? Ich lauf doch gerade Umwege. So, Konrad, bist du hier? Nein, das ist Richie. Sandra ist auch nicht zu Hause. Nein, ist sie nicht. Oh, sei doch bitte im Haus. Danke. Muss ich nicht wenigstens die ganze Stadt nach dir absuchen? Na, Konrad, was? Jo, was gibt's, Dominik? Lieferung. Hier ist dein Teppich. So. Jo, bist der Beste, so fleißig machst du noch immer diesen Teilzeitjob, wie? Du hast ja eine kleine Belohnung verdient. Hier, nimm die meinen alten, schäbigen Teppich. Nicht so bescheiden, er gehört dir. Ich habe jetzt einen wunderschönen neuen. Der alte wäre nur im Weg. Mag sein, dass er durch all die Sit-Ups leicht durchgeschwätzt ist. Aber er ist eben ein Korbteppich. Jo. Okay, Korbteppich. Klingt gut. Neue Möbel und so gehen ganz schön ins Geld. Weißt du? Darum kaufe ich mir nur neue Tapeten und Teppiche. Die sind nicht so teuer. Tom Nook hat sie immer auf Lager und zwar jeden Tag andere. Ich schaue ab und zu vorbei und nehme, was mir gefällt. Jo. So, dann flitzen wir mal wieder zurück zu Tom Nook, damit er nicht wieder brüllt. Alter, wo hast du gesteckt, Alter? Das hat ja voll lange gedauert, Mann. Oh, hi Sandra. Wir können gerade nicht quatschen. Leider. Ich weiß, dass Unkraut ist scheiße. Die Stadt. Ach ja, voll. So, das machen wir noch schnell. Und dann habe ich was anderes vor, nämlich. Ihr werdet es gleich sehen. Meine Kamera hat sich gerade verschoben, das geht doch nicht. Wir haben uns schon wieder gequiekt und so. Entschuldigung. Wer essen will, muss auch arbeiten. Langsam hast du dieses Prinzip kapiert, hm? Weiter so. Aus dir könnte doch noch etwas werden. Deine nächste Aufgabe, diese Gießkanne an Violette auszuliefern. Und denk nicht mal dran, das Eigentum meiner Kunden selbst zu verwenden, hm?
Wenn du Blumen gießen willst, kauf dir einfach selbst eine Gießkanne. Wie, ich habe 0 Sternis. Also bitte, husch, husch. Wenn du fertig bist, sag Bescheid, ja. Ich würde gerne wissen, wie viele Aufträge er uns noch geben will. Das ist so ein... Na... So, ich mach's jetzt mal ganz schnell und dann erledigen wir auch den nächsten Auftrag, nämlich die Gießkanne zu Violetta zu bringen. Ihr wisst schon bestimmt, was ich hier machen will. Ja, halt die Fresse. Halt die Klappe. Oh, Junge. Shit, Mann. Müssen wir eben unsere ganzen die Arbeit erledigen, die er uns gegeben hat. So, wo ist denn jetzt Violetta? Na, Bonnie, hängst du immer noch an der Brücke? Da unten habe ich doch noch wen gesehen. War das Violetta? Nochmal ein Pilz. Nee, das bist du, Fritz. Ja, aber wo ist denn Violetta? Ich will jetzt nicht die ganze Stadt nach ihr absuchen. Das ganze Dorf. Wo wohnt die überhaupt? Nochmal. Violetta da oben. Ey, wenn die jetzt nicht... Toll. Wenn die jetzt nicht da ist, dann raste ich aus. Na, nicht wirklich, aber ein wenig. Wo ist das Haus? Hallo? Bitte sei das. Ja, du bist da. Thank you. So, wir haben immer, ich habe immer noch genug Zeit, um das zu zeigen, was ich will. Also, ja, ich wollte euch etwas zeigen. Und mal später. Also noch in diesem Part. Hallo, was ist los, Dominik Gockel? Hier für dich. Hier, deine Gießkanne. Kulassen, Nashornkäfer. Oh, gute Arbeit. Ich hatte meine Gießkanne verloren und steckte deswegen wirklich in der Klemme. Ohne Gießkanne kann man keine Blumen gießen, aber nun kann ich Blumen vor dem Austrocknen retten. Also dann, oh, warte, ich habe diesen Brief bekommen, Gockel. Der kommt von dir. Violetta, du bist eine treue K und wir haben Aktionsangebote. Ja. Schöner Brief, ne? Du hast zwar nur Hallo gesagt, als du hergezogen bist, aber du hast auch einen Brief geschrieben. Und wie es die meisten hier liebe ich es, Briefe zu bekommen. Es macht natürlich Spaß, Briefe zu lesen, aber sie zu zeigen macht noch mehr Spaß. Ich zeige anderen unheimlich gerne meine Briefe, also überlege dir gut, was du mir schreibst. Meine Mutter sagte immer, schreibe nie etwas, das du nicht auch in einer Zeitung abdrucken würdest. Den Rat habe ich nicht immer befolgt. Manchmal schreibe ich die verrücktesten Sachen. Ich will nicht wissen, was du für verrückte Sachen da schreibst. Gott, ich hoffe, das war mein letzter Auftrag. Bist du ja wieder. Gut gemacht. Oh ja, was kommt nun? Als nächstes, ach ja, da fällt es mir wieder ein. Neben dem Rathaus steht ein schwarzes Brett. Schreib bitte eine Werbeanzeige an das schwarze Brett. Die Formulierung überlasse ich dir, aber schreib irgendwas Cooles, was die jungen Leute anspricht. Aber Vorsicht, wenn du dort etwas hingehängt hast, können das alle in dieser Stadt lesen. Schreib also keinen Unsinn, der uns in Verruf bringt. Na los, auf geht's, komm danach wieder her. Also schwarze Brett ist das ist der letzte Auftrag. Yay! Aber flott hier. Natürlich kann ich auch mit Z rennen. Ja. Ach Bonnie, steh doch nicht einfach hier irgendwo dumm in der Gegend herum. Bonnie. Mach doch einfach mal was. Geh spazieren oder so, aber steh nicht an den sinnlosesten Orten rum. So, wir können löschen.
Ja, schön, dass er jetzt Scheißrate Dingsburg schreiben. Hallo, schreiben. Ja, was? Ach so. So, hallo. Hallo, Angebote. Hallo, Angebote. Fuck. Du Scheißding. Sogar gute. Hallo, Angebote. Sogar gute. Von Tom. Fuck. Was mache ich denn? Dann mache ich das hier. Ja, geht doch. Von Tom Nook. Tschüss. So. Ein schöner Werbetext. Ne, das würde man auch in der Werbung schreiben. Gute Angebote in Rewe und dann tschüss. Nein. Also, wäre eigentlich ganz lustig, wenn jemand sowas machen würde. Aber das ist dumm, sowas zu schreiben. Egal. Oh, da bist du ja wieder. Hast du die Anzeige geschrieben? Oh ja, sehr gut. So, und damit bist du fertig, fix und fertig. Das waren alle Kleinigkeiten, die sich angesammelt hatten. Und da somit nichts mehr für dich zu tun ist, bedeutet das Ende deiner Beschäftigung hier. Der Kredit für dein Haus. Oh ja, den musst du natürlich auch auf Heller und Sterni zurückzahlen. In deinem Aushilfejob hier hast du 1400 Sternis verdient. Geil! Das heißt, du schuldest mir nur noch 18.400 Sternis für das Haus. Ja, gar nicht so viel, oder? Ich habe keine Arbeit mehr für dich. Du wirst also nach anderen Wegen suchen müssen, den Kredit zurückzubezahlen. Du könntest zum Beispiel anderen Einwohnern helfen oder verkauf Sachen, die du nicht mehr selbst... Es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn du etwas... Und wenn du etwas verkaufen willst, komm zu mir. Ich zahle gut. Oh, eines noch. Du kannst den Kredit abbezahlen, indem du mir vom Bankautomaten im Rathaus Geld überweist. Wenn du ihn vollständig zurückgezahlt hast, dann reden wir mal über einen Hausumbau, ja? Ja, jetzt red doch nicht so viel. Danke. Ich hätte die anderen Sätze und so vorgelesen, aber das war mir zu viel. Juhu! Ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Ich bin ein freier Mann. Jetzt kann ich euch endlich zeigen, was ich zeigen wollte. Nämlich? Ach ja, es gibt jetzt... Könnt ihr jetzt auch mit dem Bus fahren, also mit dem Bus in die Stadt fahren. Und das kommt erst im nächsten Part. Schönen guten Abend. Der Tag geht bald zu Ende. Also pass auf, dass du nicht stolperst. Müdigkeit kann regelrecht wie dem auch sei. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann, Junge? Freundescode. Wie bitte? Man hat dir noch keinen Freundescode ausgestellt? Das müssen wir ändern. Da kann ein Freund auf seiner Freundesliste deinen Freundescode registrieren. Wenn du das gleiche mit seinem Freundescode machst, könnt ihr über die Nintendo WFC spielen. Zum Beispiel könnt ihr die Stadt des jeweils anderen besuchen. Nun, soll ich dir deinen Freundescode ausstellen? Ja, Sir. Ohne große Umschweife werde ich nun veranlassen, dass du deinen Freundescode bekommst. Okay, Harry. Dann mach das mal. Badabadam, bam, 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 badadadadadadadam, bam, bam. Bam, badadadadadadadadam, bam, bad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 
7244. Ihr habt ja den Freundescode. Edit mich. Ja. Wenn ihr mich geedit habt, schreibt mir euren Freundescode in die Kommentare. Okay? Also merkt euch. 4857-9413-7244. Schreibt ihn euch auf oder tippt ihn jetzt ein. Ich gebe euch genug Zeit. Okay, Zeit ist um. So. Gib ihn an deine Freunde weiter, damit sie ihn auf ihrer Freundesliste eintragen können. Danke. So. Dann würde ich sagen. Wo ist denn das? Hier. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Und vergesst nicht, mich zu adden. Ja, bis dahin. Ciao.